Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 auf der Map Usada mit dem Projekt Rückkehr nach Schlesien auf meinem alten Familienhof. Und wir walzen gerade das große Feld und machen direkt weiter, denn Zeit ist Geld. Wir wollen halt unbedingt fertig werden mit dem Feld, ja, dass wir dann in den September springen können, die letzten Düngestufen ausbringen können und dann für unsere Schweine den Mais ernten können auf den Nachbarfeldern, also der anderen Bauernhöfe, dass für uns ein bisschen Mais überbleibt für unsere eigenen Schweine. Wenn euch übrigens das Projekt gefällt, lasst gerne ein Däumchen da und unterstützt den Kanal dadurch und befeuert auch den YouTube-Algorithmus. Und gerne könnt ihr auch einen Kommentar da lassen. Und wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, ganz einfach ein Abo da lassen. Dann kriegt ihr jede Veröffentlichung mit. Ja, und dann machen wir erstmal hier die Walzaktion. Sollte ja relativ schnell gehen mit unserem Dreiergespann hier. Drei Walzen ziehen wir mit, um diese kleinen Steine da reinzudrücken. Da wir das Feld ja nur gekrubbert haben und nicht gepflügt. Wenn wir gepflügt hätten, hätten wir auch große Steine dabei und die hätten wir dann aufsammeln müssen. Das wäre viel, viel langweiliger. Aber hier erstmal nur Walzen notwendig. So. Hier müssen wir mal schauen, wo wir den Walzen schon waren. Denn Spuren sehen wir ja nicht mehr, wenn wir da hinten unsere eigenen Spuren mit wegwalzen. Müssen wir uns ein bisschen an den Steinen orientieren. Da ist ein Stein liegen geblieben. Wahrscheinlich durch Eindrehen. Ja. Fahre ich jetzt einfach mal geradeaus nach oben durch, damit wir wieder unsere Bahnen fahren können.
sehen wir schon die andere Seite. Die kommt immer näher, das heißt, wir kommen relativ schnell voran. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn ich Steine aufsammeln würde, das würde ewig dauern. Da die Arbeitsbreite viel, viel geringer ist. Und mehr Diesel verbrauchen, also mehr Kosten. Eine andere Perspektive. Und da sieht man nicht wirklich sehr gut, ob ich alles erwische. Lieber in der Perspektive bleiben. So, und dann noch einmal runterfahren. Jetzt schauen, wo ich einsteigen muss. Irgendwo hier. Genau.
letzte Spur. Und dann sollten wir fertig sein. So. So. Fertig. Dann sind wir euch bereit, endlich in den September zu springen. Denn Düngestufe ausbringen, das bringt glaube ich noch nichts. Erst wenn die ersten Pflänzchen da sind. So, dieses Mal werde ich mal versuchen, die Walzen hier vorne abzulegen. Gucken, ob das klappt. Ungefähr so. Zack. Haben wir noch Platz? Ich denke, ja. Schiebe ich die noch ein bisschen weiter rüber. So. Dann sah ich gut verstaut. Jo. Geld haben wir genug. Um zu wechseln, Futter muss ich nochmal kurz checken. Da hat man glaube ich nochmal, genau, das müsste eigentlich reichen. Und dann wechseln wir mal. In den September. Große Nachfrage bei Gesteinsbrecher. Gut. Es ist Sonnenschein, also Ernte ist möglich. Schweine können sogar nochmal ein. Das ist sehr gut. Da kommen wir auch in den Oktober rein. Und wir haben, glaube ich, neue 4 Ferkel. Ja, genau. Passt. Geschlechtsreich. Okay, wir haben jetzt schon 8 Schweine, die Reproduktion durchführen. Und 4 Schweine werden demnächst geschlechtsreif. Und 4 neue Ferkel. Also Bestand wieder erhöht. Gut, planen wir jetzt düngen. Da sieht man auch schon die ersten Pflanzen auf dem Feld. Und Unkraut. Verdammt. Na gut, wir tun erstmal düngen. Machen wir erstmal zum kleinen Feld. Drauf. Na. Hier nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich das große Feld nochmal striegeln. So, aufklappen. Und los geht's. Bei den kleinen Pflanzen, da macht man noch nichts kaputt, die sind einfach zu klein, die erholen sich. Das heißt, ich habe keinen Verlust, wenn ich mit meinem Trecker über das Feld fahre. Erst wenn die Pflanzen größer sind und dann sich nicht mehr erholen könnten, weil dann so zerstört sind, dann hätte ich wirklich Ernteverlust überwiegend im Überfahren des Feldes. So, jetzt müssten wir Düngestufe 100 haben. Ja, passt. Ja, also merken, zweite Düngestufe erst, wenn die ersten Pflanzen drauf sind. Dann machen wir schnell das große Feld.
Da machen wir. Dann fahren wir vor. Und hier ist irgendwie wieder Unkraut drauf. Komischerweise. Ich dachte, ich hätte hier gestriegelt. Striegel. Dann muss das Unkraut jetzt randommäßig gerade erst gekommen sein. Okay. Und los geht's. Ich hoffe, der Dinger reicht, weil Dinger ist recht teuer. Okay. Hängen geblieben. Nicht gut. So, schauen wir uns mal kurz die Karte an vom Feld. Gedüngt. Gut, hauen wir es mal gerade raus. Natürlich Kalk. Okay, ein bisschen unsauber gearbeitet letztes Mal. Hier sieht es ganz gut aus. Fahren wir noch in die Mitte, am besten hier vor und düngen durch und dann wieder zurück. So, einmal durchfahren und dann wieder runter und dann schauen wir nochmal. Dann müsste es ja eigentlich reichen, was wir mit Dünger in der Düngemaschine haben. Und dann nochmal mittig. Setzen. So. Da vorne war ein kleiner Zipfel. So, jetzt. Okay, das müsste jetzt reichen. Na gut, Kalk mache ich dann beim nächsten Mal, wenn es wirklich notwendig ist. Auf großer Fläche. Na ja, da ist der kleine Streifen. Ja, ist ein bisschen. Ist zu wenig, wenn ich dazu bevor. Das macht keinen Sinn. Und Unkraut ist dann wirklich da. Da muss ich nochmal komplett drüber fahren. Schade.
Das hätte ich jetzt schon mit dem Mais anfangen können. Das Ding mache ich nochmal voll. Ich glaube, der Dünger, der reicht noch für 2-3 Jahre, den ich hier liegen habe. So, dann holen wir uns so einen Striegel. Und fahren aufs große Feld. Ja, der Striegel, da macht jetzt das ganze Unkraut weg. Die Pflanzen, also die Rapspflanzen, die bleiben erhalten. Und damit erhöhe ich den Ertrag, wenn dann die Pflanze reif ist zum Ernten. Vielleicht sollte ich doch erst striegeln, wenn die kleinen Pflanzen da sind, dass dann wirklich überall schon die erste Stufe Unkraut da ist, dass ich nicht zweimal drüber fahren muss. Da war ich dann letztes Mal etwas zu voreilig. Aber naja, man macht halt Fehler. Und man lernt raus. Ja, das dauert jetzt natürlich wieder ein bisschen. Bis wir mit dem kleinen Striegel hier das Feld fertig haben. Denn mit der Spritze wird es natürlich einfacher gehen und schneller. Aber wir sind ja Bierbauer und kein normaler, wie soll man sagen, der halt Gift ausbringt und alle möglichen Arten von Chemie, Dünger und so weiter. Da wollen wir uns eindeutig
etwas natürlicher in der Landwirtschaft unterwegs sein. Mit dem Dünger schaffen wir es noch nicht ganz, da wir erstmal ein bisschen Tierbestand brauchen wegen der Gülle. Aber Stregeln ist dann schon mal biologisch. Dass man zumindest kein Gift ausbringen. Denn unsere Schweine sollen ja auch gesund leben. Mit gesunder Nahrung. Und unsere Kunden natürlich genauso. Unsere Abnehmer. Ja, theoretisch könnte man hier auch ein bisschen nach Sicht fahren, also überall da, wo Unkraut steht, mit dem Striegel drüber. Dass man jetzt nicht überall drüber fahren muss. Halt nur da, wo wirklich Unkraut steht. Ja, die Aktion wird uns noch in die nächste Folge mit begleiten, da wir halt nicht so schnell fertig werden. Was wir schon mal machen könnten ist, als Vorschau, nächste Folge. Ich gebe mir jetzt übrigens auch den Fortschritt, dass das Unkraut weg ist, wo wir jetzt gerade die Kreise gefahren sind. Und nächste Folge wollen wir ein paar Aufträge machen. Ernten. Da gibt es hier Sorghumhirse, okay. Kartoffeln gibt es schon. Kartoffeln. Hafer, also sehr interessant. Zuckerrüben wäre auch interessant. Wo war jetzt nicht eigentlich Mais? Achso, das ist erst im Tor. Kartoffeln geht jetzt schon los. Okay, Mais kommt später. Das beginnt dann eher mit Kartoffeln. Und Zuckerrüben können wir auch verfüttern. Also diese Aufträge können wir machen. Und den Überbestand, den wir abernten, entweder direkt in den Stall oder bei uns ins Lager schaffen. Dass wir, wie gesagt, unsere Schweine optimaler versorgen. Mit dem richtigen Futterverhältnis. Wenn ich Futterverhältnis sage, meine ich dann diese prozentuale Verteilung, also 50% Basisfutter, das ist der Mais. Dann 25% Getreide, da haben wir halt relativ viel drin, da ist ein gewisses Ungleichgewicht, deswegen ist die Effektivität auch etwas gering. Da haben wir Weizen reingehauen und Protein wäre Raps und Sonnenblumen, glaube ich. Und Wurzelfrüchte wären halt, wie gesagt, Kartoffeln und Zuckerrüben. Und da machen wir im September, wie gesagt, den ersten Schritt und besorgen uns da Kartoffeln oder Zuckerrüben. Und das hat natürlich seinen Vorteil, da haben wir ein bisschen Erfahrung, die wir sammeln, was wir dafür Geräte dazu brauchen, wie das dann läuft mit der Ernte, wie schnell das so funktioniert. Da sammeln wir schon mal die ersten Erfahrungen mit unseren Anbausorten. Das ist so der grobe Plan für die nächsten zwei Monate, September und Oktober. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Oder den Kanal auf jeden Fall unterstützen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.